war Roy Brown. So. Die Minutemen schlagen Wellen im Commonwealth, Leute. Und das sind gute Nachrichten für uns alle. Laut neuesten Meldungen haben sie die Burg zurückerobert, die der Gruppe früher einmal als Festung diente. Wie ich so höre, war es keine leichte Aufgabe, die Burg wieder einzunehmen. Es gibt da draußen im Commonwealth ein paar echte Monster. Was? Jetzt, da sie ein Hauptquartier haben, sind die Minutemen sicher in einer besseren Position, den Leuten im Commonwealth zu helfen, die sie brauchen. Das hört man doch gerne, nicht wahr? Sag mal, was sollte ich jetzt hier machen? Kannst du mir das nochmal erklären? Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Orange Colored Sky. Frag. Türsteuerung. Tür öffnen. Hey, du. Hey. Was zum? Das ist ein bisschen blöd. Jetzt, ich habe gerade völlig verpeilt. Achso, ich soll den Status des Unterschlupfs prüfen. Ja, okay. Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Ich Gespenster. Ja. So. Status überprüft. Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Aber ich würde ja eher sagen, es klingt nach Schüssen als nach Schritten. Aber wenn du das sagst, hör mal. So, wir machen jetzt hier Rapp-Zapp-Zapp. Tun die mal eben hier ein bisschen Kleinholz aus den Rädern packen machen. Was liegt denn hier alles rum? Ist ja nicht so, dass ich hier das erste Mal bin. Guck mal hier. Du möchtest über die Wissenschaft sprechen? Ja, wohl. Überfällige Bücher kann ich hier auch zurückgeben. Na super. Komm schon, Kleine! Ein First Aid. Das ist für dich. Ah, kommt ein Messer zur Schießerei. Ist ja schon selten dämlich, du. Jetzt habe ich hier den Vorschlaghammer mit weggenommen. Jetzt musst du den mit der Faust prügeln. Das ist natürlich auch doof. So hättest du den Scheitel ziehen können. Naja. Da unten ist ein Safe. Den machen wir mal. Den nehmen wir mit. Ja. Ich frage mich immer noch. Und? Schon müde? Ich soll hier den Unterschlupf checken. Was heißt das denn genau? Wo einfach nur alle Raider ausschalten oder muss ich jetzt hier irgendwas Spezielles machen? Und vor allen Dingen, wo muss ich hin? Ich gehe mal hier die Treppen hoch. Och man, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Ich komme noch zurück. Wir sehen uns noch, Kollege. Da drüben ist er schon. Wir sehen uns noch früher, als dir lieb ist. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Da ist er ja schon. Siehst du, sag ich doch. Hast du mich gefunden? Was hast du jetzt davon? Nix, hier liegt auch noch einer drin. Ja, warum nehme ich den Scheiß überhaupt? So. Ich frag mich, ob ich hier richtig bin. Angezeigt wird mir da schon wieder ein Ausgang. Messzylinder.
top. Ganz dufte. Okay, mehr scheint es hier schon wieder nicht zu geben. Guck mal, angezeigt wird mir... wo war das jetzt? Da. Da hinten wird mir ein Ausgang angezeigt. Das ist natürlich... Nein, so immerhin geht's nach oben. Und... Zu spät. Achso, da geht's runter. Alles klar, dann würde ich sagen, ist hier nix. Doch, hier ist noch was. Ein kurzes Jagdgewehr. Und hier liegt nochmal ein Kampfmesser. Ein blutiger Handabdruck. Fingerabdruck, wollte ich schon sagen. Soll mir das irgendwas... da komme ich wohl nicht rüber. Ach so, ich sollte einfach hier den Durchgang nehmen. Es wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Was denn? Hey. Da hinter der Wand ist ein legendärer Raider. Alles klar. Kümmern wir uns gleich drum. Hier, komm mal her. Ding, ding. Guck mal, da geht schon die Tür auf. Wo ging die Tür auf? Scheiße, das sieht noch ein bisschen aus. Ja, na, wenn schon einer hier so eine Glocke läutet, ist das nicht unbedingt... Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Ein gutes Zeichen. Boah, da, hier wachsen schon die Pilze auf dem Tisch, ey. Junge, da muss man mal wieder geputzt werden. Was liegt der da? Der liegt da nicht, der hängt da. Genau. Am Arschloch aufgehangen. Ganz viele Kampfmesser hier. Ach toll. Guck, siehst du? Wer? Wer ist da? Psycho. Wo war denn der... Das scheint der Legendäre zu sein. Ist er nicht mal. Ist er nicht mal. Na, wir machen mal den hier. Oi. Was, wir treffen ja richtig gut immer. Ich bin begeistert. Was zum Geier ist das denn hier für ein... Kann ich hier einmal außen rumgehen? Nein. Und wieso ist der Legendäre nicht mehr da? Warte mal. Türen schließen. Das ist der Legendäre. Warte mal. Ich komme sofort zu dir. Der hält doch bestimmt noch eine Minute ohne mich auf. Okay, dann nicht. Ja. Flink. Ein flinkes Maschinengewehrchen. Was haben wir hier noch? Ein... kurzes Sturmgewehrchen und Löchchen mit einem grünen Halstüchlein. Den haben wir hier noch. Wer? Hä?
Muss nicht unbedingt sein. Wir können es ja mal ausprobieren. So, wo war der Raketenwerfer? Ist wohl Spielchen mit dem Spiel, was? Eine Rakete. So, hier war ich gerade. So. Ich komme gerne auf dich zurück. Warte mal kurz. So, jetzt komme ich. Wir scheinen unter Feuer zu stehen. Wir scheinen unter Feuer zu stehen. Eventuell ganz vielleicht. Da liegt auch noch einer. Cool. Cool. Was mag denn hier drin sein? Wo ist die kleine Schlampe hin? Keine Ahnung, was mit der Mama ist. Oh, da bist du. Weshalb ist hier oben alles so gefährlich? Töpfer, ich hab den ganzen Tag Zeit. Ich nicht. Wer ist da? Ich. Guten Tag. Der Kammerjäger. Hier ist der Kammerjäger. Out of order, out of order. Das war Bing Crosby, Leute. Endstation! Da habe ich gerade irgendeinen Schlüssel. Ah ja, Büroschlüssel. Die Minutemen schlagen Wellen im Commonwealth, Leute. Und das sind gute Nachrichten für uns alle. Laut neuesten Meldungen haben sie die Burg zurückerobert, die der Gruppe früher einmal als Festung diente. Wie ich so höre, war es keine leichte Aufgabe, die Burg wieder einzunehmen. Och, es gibt ja. Da draußen im Commonwealth ein paar echte Monster. Jetzt, da sie ein Hauptquartier haben, sind die Minutemen sicher in einer besseren Position, den Leuten im Commonwealth zu helfen, die sie brauchen. Das hört man doch gerne. Mann, ich war immer außen um hier. Gott, hier lass kommt mich durch. Eine Erinnerung an die alten Zeiten. Ich bin Arzt. Als die Leute sogar nach radioaktivem Material suchen gingen. Elton Britt mit Uranium Fever. So, hier muss ich hin. Alles klar. Gut, das war's. Freut mich, dass wir das erledigt haben. Hier noch einmal kurz um. Na gut. Hier scheint es nicht mehr wirklich viel zu geben. Das heißt, wir machen uns mal noch auf den Weg nach unten. So. Wer wollte hier noch irgendwas? Eine Tür, die man nicht aufmachen kann. Gut. Noch einiges rum, schön. Und ich hoffe mal. Ich hoffe mal, hier geht's raus, wollte ich gerade sagen. Na toll. Ey. Hier muss es rausgehen. Kann ich hier nicht durch diese Tür? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch wieder ganz nach oben muss. Achso, ich gehe einfach noch ein, zwei weiter nach unten. Alles klar. Wer liegt denn da? Wo kommst du denn her?
macht der denn hier drinne? Der scheint sich verlaufen zu haben. Ich sag jetzt, der Kammerjäger, ihr habt da ein paar größere Ratten, wie ich gerade sehe. Ui. Doch bloß, den habe ich vergessen. Sieht ganz danach aus, hör mal. Gibt es hier noch irgendwas für mich? Okay. Was sagt mir das? Hier geht das Kabel hin. Achso, jetzt ist der Knopf hier möglich. Aha. Huch, mach mal auf hier. Die Suppe. Hier sollte ich mich nicht lange aufhalten, aber ich meine, ich habe hier eine Powerrüstung an, aber. Cambridge. Okay, wir kommen wieder raus. So, nun haben wir das ja erledigt. Dann würde ich sagen, ich guck mal, wo ich jetzt rauskomme. Blähfliegen nennt man sowas. Blähfliegen. Dieses scheiß Fliegenzeug. Egal in welcher Form, das Zeug ist einfach lästig. Oh nein, ich muss mal in Deckung gehen. Achtung! Schön. Was die Blähfliegen nicht alles machen, die können sogar Autos zum Explodieren bringen. Ich fasse die ja nicht. Der hängt einer über der Laterne. Ich speichere mal, guck mal, wo wir sind. Wir sind natürlich immer noch im Krankenhaus. Wir haben jetzt natürlich einige Sachen, die wir abzugeben haben. Das könnten wir abgeben, theoretisch. Das könnten wir abgeben. Das mache ich aber nicht. Das könnten wir abgeben. Das könnten wir abgeben, dann haben wir Baumila auf. Ja. Ich habe nur immer noch keine Ahnung, wie, wo, was. Irgendwie muss ich auf die doofe Autobahn drauf. Jetzt bin ich aber gerade einmal hier und möchte mich hier gerne einmal umschauen. Hier sehe ich schon ganz viele Sachen. Nicht erledigt habe. Oder? Hau doch ab. Und zwar die Sachen, die hier unten so unausgefüllt sind. Da geradeaus ist etwas, da ist etwas und da ist zum Beispiel auch noch was. Alles Sachen, die wir noch nicht entdeckt haben. Zumindest würde ich das mal entdecken wollen. Ich muss ja nicht direkt reinlatschen. College-Verwaltung. Schwaltung hört sich wieder nach irgendwelchen Büchern an und Schulbank drücken und so.
scheint sie aber nicht zu sein. Ich gehe mal außen rum. Ach ja, wo sind wir denn hier? Ist ja richtig viel, Zeugs zu entdecken. Was ist das hier? Watts Haushaltselektronik. Ich guck mal weiter. Ja noch etliches, wo ich noch nicht war. Was denn da für ein Stier? Albino. Eine Babyrasse, was machen die da drinne? Sehr merkwürdig. So, wo bin ich jetzt? Falsche Richtung. Oh, hier, könnte ich vielleicht auf die Autobahn aufspringen. Naja, nicht unbedingt. Jetzt bin ich hier doch wieder einiges umlaufen. Hier zum Beispiel. Ich guck gerade mal da unten, was ich da gerade sehe an Symbolen, an Gebäuden. So, hier gibt's irgendwas. War ich hier nicht gerade eben? Das hier gibt es zu entdecken? Ja, was gibt es denn hier zu entdecken? Da, sagt mir, zeigt er mir doch ein Symbol an. Hallo? Komme ich gar nicht hin. Was ist das Scheiße? Hier soll irgend so was sein und jetzt irre ich hier rum wie Falschgeld. Boah, da wackelt die ganze Karte, nur weil es hier mal blitzt. Die ganze Karte, der ganze Bildschirm meine ich. Okay, ich laufe jetzt mal hier so rum und hier so der Autobahn entlang. Hier ist zum Beispiel... Da, was ist das für ein komisches Symbol? Müsste ich gleich da sein. Wird immer größer und größer und größer. Das ist irgendwas auf der Autobahn, was ich jetzt entdecke hier. Die Brücke hier oder was? Trucker Memorial Bridge, alles klar. Oh! Sieht ja lustig aus. Hier geht einmal die gesamte Brücke in die Luft? Was ist denn hier, ey? Diese Trucker Memorial Bridge führt darüber. Da müsste ich natürlich auch lang gehen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal hier unten alles abklappern.
weil vielleicht finde ich hier noch irgendwas Cooles, Interessantes. Irgendeine Fabrik, die auf irgendwelche coolen Sachen hindeutet. Ach, was mache ich denn hier? Guck mal, da kann ich mal reingucken in den Wohnwagen. Ich gerade der beste Moderator war. Seien wir ehrlich, ich war ziemlich scheiße. Ah ja. Dank der Bemühung einiger Freunde habe ich beschlossen, meine Lebenseinstellung zu ändern. Wo bin ich denn hier? Ich würde gern die Gelegenheit nutzen, dem Wortbewohner dafür zu danken, dass er mir unter die Arme gegriffen hat. Joa. Ist das wirklich zu schätzen? Kein Thema. Okay, Leute. Das war jetzt genug Sentimentalität für einen Tag. Jetzt geht's wieder Musik. Anschauen. Nein. Hier kommt Bob Crosby mit. Okay. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Diese Viecher, ne? Ich hasse diese Viecher. Alter! Diese Viecher! Oh! Oh, naja. So, was ist hier? Okay. Ich sehe hier schon wieder ein Armeefahrzeug. Ist hier irgendwo eine Rüstung? Nee, scheinbar nicht. Aber hier oben, was gibt's hier? Liegt hier noch irgendwas? Nee, liegt nichts. Ah, eine Patrone, okay. Dann, ach, hier ist auch noch ein Auto. Ne, das ist das Auto, wo ich gerade war. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch die Rüstung, meine Güte. Ich latsche auch dran vorbei. Curie, du kannst mal hier in die Rüstung einsteigen. Was haben wir denn da für eine? Es sieht jetzt nicht nach einer dollen Rüstung aus. Aber eine Rüstung mal wieder. Ein Treffer. Welcher könnte das denn sein? Produce. Husband. Monster. Ne, das kann... Oh, der hat immerhin 3 Treffer. Wenn der 3 Treffer hat, dann müsste es an R. Der. Das wär's. Denk daran, dich zu bewegen. Zu viel Zeit vor dem Terminal ist nicht gesund. Oh, T-51 und mit Helm. Finde ich sehr schön. Fehlen die Beine, macht nichts. Beine habe ich, glaube ich, noch. Cool, hier. Hey, willst du etwas von mir? Ja, hier. Absolut. So. Sehr geil, also es ist wirklich wahr, ne? Guckst du an irgendwelche... Oh ja, du siehst gut aus. Mit Licht. Guckst hier irgendwo... Militärautos, siehst du irgendwo Militärautos, guckst du nach Rüstung, findest du meistens eine in irgendeinem Käfig. So, bis jetzt habe ich hier nur dieses Watts Haushaltselektronik gefunden und hier muss doch noch mehr sein. Achso, nee, ich habe auch, da, guck mal, Richtung Norden, das ist, ja gut, Richtung Norden. Und da sind auch noch 2. Da ist noch eine irgendwas Ausgrabungsstätte hier und wir gehen mal weiter in die Richtung. Gespeichert hatte ich gerade, ne? Ich weiß es schon wieder nicht.
Ja, die Ausgrabungsstätte scheint sehr viel näher zu sein. Hier, was ist das? Mess, Kies und Sand. Ja. Mess, Kies und Sand. So, wer wohnt hier? Ein Raider. Mit seiner Maulwurfsratte? Hortet er die hier, oder was? Das scheint ein tolles Versteck zu sein. Igitt. Ja, sonst gibt's hier nichts, ne? Sehr kleines Etablissement. Gut, jetzt haben wir da noch was entdeckt. Ich gehe jetzt hier nochmal quer durch und versuche noch jetzt mal hier Richtung... Gut, nach da oben gehen wir gleich. Dann gehen wir gleich mal lang. Ich würde jetzt nochmal hier so quer durchgehen, wenn ich es denn schaffe. Und dann versuchen hier Richtung Mila zu gelangen. Dafür muss ich jetzt nach... Straight nach Süden muss ich eigentlich nicht. Aber wir können ja mal nach Süden gehen. So, wir gehen mal Richtung Süden. Springen wir. Ich gehe schon wieder zu weit nach Süden, nicht? Leider wird mir nicht angezeigt, wie weit die Sachen entfernt sind, aber die Sachen scheinen noch ein bisschen sehr weit entfernt zu sein. Keine Ahnung, wo das liegen mag. Ist das das Verbindungsgebäude? Ne, das Verbindungsgebäude wird mir angezeigt. Die Ruinen? Keine Ahnung, ist auf jeden Fall doof. Da wird mir was angezeigt, da gehe ich jetzt mal hin. Das ist zumindest die Richtung, die ich gehen wollte. Ich glaube, hier war ich doch gerade auch schon. Und jetzt mal wieder ein Red Rocket. Mit ein bisschen Loot. Bisschen Loot ist immer gut. Ein Siedler hängt hier auch rum. Verbranntes Wirtschaftsmagazin. Na klar, wir sind uns ja für nichts zu schade. Mal. Hier kannst du eine Power-Rüstung aufwerten. Okay. Okay, was sagt die Karte unten? Die sagt in die Richtung. Ich guck mal hier richtig. Ich habe keine Ahnung, wo mich das Ding hinführt. Hier soll irgendwas sein. Hallöchen, nehme ich. Mal kurz. Hallo? Ey, versteck dich doch nicht. Ah, wo ist er denn? Nicht da. Auch nicht. Da! Mann! Alter, was hast du denn in der Hand schon wieder?
Sehr weit komme ich hier nicht. Wo ich hin muss. Hier! Krater in Cambridge. Das ist der Ort, an den ich gesehen habe die ganze Zeit. Können wir die Ghoulen ein bisschen erschrecken? Vor allem den Leuchtenden da. Da ist anscheinend auch eine Bombe eingeschlagen. Mein Schock mich doch mal. Ja. Ich sehe sie auch nicht mehr. Ja, es ist schön, dass du die alle schon platt machst. Eine Gruppe. Also das Ding haben wir jetzt hier noch entdeckt, alles klar. Hier geht's nochmal nach hier, Richtung Reisebüro. Ja, das sieht aber nicht so aus. Und diese aufgeblähten Säcke. Aufgeblähten. So, mache ich mich denn jetzt... Wo schleiche ich mich denn jetzt lang? Hier kann ich mich schon mal gar nicht lang schleichen. Sackgasse. Hervorragend. Kann ich mich hier irgendwo rausschleichen? Ja, hier kann ich mich durchschleichen. Sehr schön. Wo ist die Autobahn? Autobahn... War ich doch. War ich hier nicht schon? Kommt mir schon wieder so bekannt vor. Ne, anscheinend nicht. Doch. Klar war ich hier. Hier ist die Autobahn. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier hochkomme. Nicht. Wir gehen mal einfach mal weiter. Aber schön hier mal lang zu reisen. Man geht ja sonst die ganze Zeit nur per Schnellreise. Ich frage mich allerdings, wie ich auf diese Autobahn hochkomme. Irgendwo. Muss es hier ja die Möglichkeit geben. Was? Der so wie. Oh oh. Also, liebe Zuhörer, ihr ah, habt da komme ich hoch. Alle ja, warte letzte mal. Ausgabe der Public Occurrences gelesen oder von ihr gehört. Ein paar echt mutige Behauptungen unserer unerschrockenen Reporterin. Sind sie möglicherweise unerkannt unter uns leben? Sehr ernste Entschuldigung, nicht wahr? Das Büro des Bürgermeisters hat den Artikel hier natürlich in einer offiziellen Stellungnahme dementiert und sagt, dass alles gut ist in Diamond City. Der Bürgermeister betont persönlich, dass Nein. Ah, jetzt geh ich wieder raus. Gut zu wissen, denke ich. Hm.
Von außen kann ich bestimmt nicht hochklettern. Ich hätte da jetzt gerade die Treppe hochgemusst, gehe ich mal von aus. Boah. Was? Aber mal zwischen uns, liebe Zuhörer. Ich werde meine Augen aufmachen. Oh doch, habe ich vielleicht doch Glück. Nur hier bei Diamond City Radio wird es echt nie langweilig. Und jetzt sagt Sheldon Allman seinem Mädchen Crawl out through the fallout. Ja. Ich schaue mich einmal um. Und los geht's. Das werden wir gleich sehen. Haben wir gleich. Ach, Mensch. Mann. Jedes Mal die gleiche Kacke hier. Ich will gar nichts fangen. Du kannst mich am Arsch lecken. Was? Warte mal. Scheiße! Ich bin jetzt hier durchgefallen. Ach Mann, ey, ich will hier hoch. Lass mich mal durch hier. Primus, komm mal her, du Primus, ey. Primelo. So, hat sich ausgeprimelt. Scheiße, wie komme ich denn da hoch? Ist doch mal die Wand an, ey. So. Weg hier. Eine nette Kiste. Und jetzt muss ich irgendwie darüber. Wie komme ich darüber? Ich muss hier noch eins höher. Scheiße. Ach, so ein Mist, verdammter. Da. Da geht's auf die Autobahn. Da muss ich hin. Weg. Lass mich hier hoch. Ach Mann, ey, okay. Hier, eins höher. So, jetzt sind wir auf der Autobahn. Ich speichere mal. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Ich guck mal, wo wir sind. Alter, was für ein Umweg. Hier hätten wir auch einfach einen Aufzug nehmen können. Naja, na gut, hier muss man auch was mal finden. Geronimo. Boah, das war knapp. Lass mich bloß nirgends runterfallen.